Herzlich willkommen zu Wetter und Gesundheit in Rheinland-Pfalz. So allmählich wird es doch etwas herbstlicher, aber ich denke, wir können immer noch ganz zufrieden sein, vor allen Dingen, wenn wir uns mal die Höchsttemperaturen von gestern in Europa anschauen. Da fällt die blaue Farbe über großen Teilen Nord- und Nordosteuropas auf. Das sind Temperaturen bis gerade mal 10 Grad, während in West- und Mitteleuropa immer noch die gelblichen Farben überwiegen, mit Temperaturen immerhin zwischen 15 und 20 und teilweise sogar noch über 20 Grad. Mit einer nördlichen Strömung kann diese deutlich kühlere Luft auch mal schnell zu uns kommen. Bei uns bleibt es aber in dieser Woche zunächst bei einer eher östlichen Strömung. Das heißt, die Luft ist mäßig warm, aber die Kraft der Sonne ist immerhin noch so groß, dass wir durchaus die 20-Grad-Marke erreichen können. Aber die Nächte, die werden doch schon ziemlich kühl, teilweise einstellige Temperaturen im Laufe der Woche. Und so Richtung Mittwoch kann es in den Mittelgebirgen auch örtlich schon mal leichten Frost geben. So, jetzt kommen wir aber erstmal zum Wetter heute. Ein Satellitenbild von heute Morgen zeigt sehr unterschiedliches Wetter über Deutschland. Dicke Wolken über dem Nordosten, aber über dem Westen, Rheinland-Pfalz eingeschlossen, schon viel Sonne. Ja, also noch ziemlich perfektes Sonntagswetter. Im Laufe des Tages werden die Wolken zwar etwas mehr, aber höchstens im Süden könnte es zum Abend hin mal etwas regnen, vor allen Dingen dann etwas mehr Regen im Laufe der Nacht. Und tagsüber werden angenehme 17 bis 22 Grad erreicht. Der Montag wird einen Mix aus Sonne und Wolken bringen, ab und zu mal mehr Wolken und im Südwesten örtlich etwas Regen, bei schwachem Wind aus Nord bis Ost. Wenig Wind auch am Dienstag, anfangs mehr Wolken, aber im Laufe des Tages zeigt sich die Sonne wieder häufiger. Aber ohne wärmende Kraft der Sonne, nachts Abkühlung auf 8 bis 4 Grad, im Bergland bis 2 und in den Mittelgebirgen bei längerem Aufklaren örtlich Frost in Bodennähe möglich. Am Mittwoch mit Winddrehung auf südliche Richtungen wird es wieder etwas wärmer, 16 bis 21 Grad und dazu freundliches Wetter. Ein starkes Hoch hält zunächst die Tiefs von Mitteleuropa weitgehend fern. Aber das könnte sich in der zweiten Wochenhälfte ändern. Und zwar, wenn Norddeutschland von Tiefs mit Regen und Wind gestreift wird. Bleibt allerdings abzuwarten, was Rheinland-Pfalz dann davon noch abbekommen wird. Bekleidungstechnisch wäre dann allerdings der Griff zu Mantel oder auch Windjacke wieder notwendig. Aber diese Bekleidungsstücke hat man ja jetzt ohnehin Richtung Herbst eher griffbereit. Aber das ist noch nicht alles, denn bei manchen Menschen verursacht dieses Wetter auch Kopfschmerzen. Dazu gleich ein paar Gesundheitstipps von Dr. Gerhard. Dieser Wetterkopfschmerz, der gehört zu dem sogenannten Spannungskopfschmerz. Das sehen wir uns jetzt mal etwas näher an. Dieser Spannungskopfschmerz, der gehört zu den 200 Arten von, über 200 Arten von Kopfschmerzen, die wir kennen. Die häufigsten sind eben der Spannungskopfschmerz und die Migräne. Der Spannungskopfschmerz, das ist so ein dumpfer Kopfschmerz, so wie im Schraubstock oder wie ich hier beschrieben habe, wie ein Helm, der zu eng sitzt und auf das Gehirn drückt. Und die Schmerzen, die halten manchmal nur eine halbe Stunde oder noch kürzer an oder eben auch wenige Tage. Kopfschmerz tritt auf beiden Kopfhälften, aber es gibt so bestimmte Regionen, die besonders betroffen sind. Das sind Stirn, Schläfen oder der Scheitel. Die Medikamente oder was kann man dagegen tun gegen den Spannungskopfschmerz? Da gibt es die Medikamente ASS, Acetylsalicylsäure, dann Ibuprofen kennen Sie alle, Paracetamol kennt man auch bei von Kindern gegen das Fieber und es gibt eben die Kombinationspräparate, wo dann eben noch Koffein dabei ist. Wir sollten die Kopfschmerz- oder die Schmerzmittel nicht zu lange nehmen, also drei Tagen hintereinander, mehr bitte nicht, dann eben abklären lassen, den Arzt konsultieren und maximal an 10 Tagen im Monat. Warum? Man kann nämlich abhängig werden von den Schmerzmitteln und Schmerzmittel können wiederum die Ursache sein für Kopfschmerzen, der sogenannte Schmerzmittelkopfschmerz. Ja. Dann gibt es noch die Migräne. Die Migräne tritt meistens einseitig auf, also eine Gesichtshälfte, ja, oder der Kopf kann man ja auch so teilen, hier, Hinterkopf,
und vorne das Gesicht, tritt pulsierend auf, das ist wie der Puls, immer so, es wird stärker, schwächer, stärker, schwächer. Es gehören immer Begleiterscheinungen dazu bei der Migräne, wie beispielsweise Übelkeit, Brechreiz, Erbrechen, was häufig ist, Lärm oder Lichtempfindlichkeit. Und dann zwischen 10% und 15% aller Migränepatienten haben vor den Schmerzen eine sogenannte Aura. Diese Aura, das sind so Lichtreflexe, das sind Phänomene, Flimmern vor den Augen, Flimmerskotome nennen wir das auch in der Medizin, Kribbeln in Armen und Beinen. Und es gibt auch Menschen, die haben regelrechte Wortfindungsstörungen. Behandelt wird die Migräne, bei leichter Migräne sind das wieder die Medikamente, wie beim Spannungskopfschmerz, kommt nur noch das Diclofenac hinzu, das kann man dann übrigens auch beim Spannungskopfschmerz probieren, habe ich nur vergessen, da zu erwähnen. Und es kommt ganz wichtig hinzu, Antiemetika, das Mittel gegen Übelkeit und Brechreiz. Bei schwerer Migräne gibt es seit Jahren die sogenannten Triptane, da gibt es auch ganz verschiedene. Also das erste war zum Beispiel das Sumatriptan, das ist immer die Wirkstoffe, und dann gibt es eben noch den Eigennamen, also die Triptane. Und als Prophylaxe, Vorbeugung, da gibt es auch Medikamente. Hier stehen an erster Stelle die Beta-Blocker, die kennen Sie. Viele Bluthochdruckpatienten müssen die nehmen. Oder das Flunarizin. Wichtig ist mir auch Folgendes. Es gibt auch immer wieder mal neue Medikamente, die meistens sehr teuer sind. Und da muss man dann den Patienten erklären, warum erst das und das und das alles gemacht werden muss, bevor man die einsetzen darf oder kann, damit die Kasse auch bezahlt. Da brauchen wir eben den mündigen Patienten, der mit im Boot sitzt und eben unsere Probleme auch versteht. Deswegen bin ich auch so für diese Kooperation und ich hoffe ja, dass Sie viele jetzt diesen Brief, den ich verschickt habe über die Landesseniorenvertretung, dass Sie den Ihrer Ärztin, Ihrem Arzt in die Hand gedrückt haben und sagen, hier ist was Gutes, können wir doch zusammen machen. Wenn nicht, dann fordern Sie den Brief bitte an. Christiane Gerhardt schickt ihn Ihnen dann gerne zu. Okay, das war's für heute zum Wetter und Gesundheit. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche, machen Sie es gut und vor allen Dingen bleiben Sie mir gesund.